Herzlich willkommen bei der Bibelese von mir, für euch, meine Damen und Herren. Heute kam ein Vorschlag von Peter M. Ihr seid mir gern vom Beastie Boy, Alter. Ihr wisst, Beastie Boy. Ich kann gerade das. Doch, kann ich. Okay. Bleib. Aufnahme, bleib. Reinziehen. Neues Leben. Ich sag mal so. Früher genannt als Tattel, früher bei, na gut, wieso früher genannt als Tattel, immer noch Tattel, ist bei, oh fuck, wie hießen die drei? Dead Adam, der Name ist mir gerade nicht spontanisch angefallen, bei Dead Adam, mit Hardy und Mary, glaube ich, hieß der Produzent, oder heißt der Produzent, halt die Schnauze-Diskurs. Und hat dann quasi ein Solo-Projekt gestartet mit Merryman. Also hier, ihr wisst Bescheid, wegen mit Mary. Gestartet. Die EP. Jetzt halt die Schnauze. Mit Beastie, also T-Y, Beastie Boy. Ich nenne einfach jetzt nur Beastie Boy. Sagen wir so, ich habe mir die Dinger gegeben, die er rausgebracht hat. Jeder Art anders. Aber wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Diesen Song habe ich natürlich auch reingezogen. Oh, das ist schon. Das war irgendwann letztes Jahr. Irgendwo Mitte letztes Jahr, das war. Oder war das Ding? Ja, am 29.09. kam das Ding raus. So, ich weiß davon nichts mehr. Aber ich habe es mir schon mal angehört. Also, damals. Ich weiß, dass es nicht schlecht ist. Wie es jetzt direkt ist, kann ich leider nicht sagen. Aber, wir können es ja gerne mal anhören, mit Cloud Rap etc. habe ich jetzt eigentlich spontan nichts am Hut. Wenn es gut gemacht ist, ja, schön und gut, aber meine Musikrichtung Rap-technisch ist das jetzt nicht so. Wenn ich der beste Rapper der Welt bin, faust du. Snare, 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 snare. Was für YOLO, ich hab mein Leben. Was für YOLO, ich hab mein Leben. Ja gut, ne? Ich spitze wie ein Lama. Ich lasse dir mal seine Freude. Mach was ich möchte und gib kein Fick auf die Regeln. Ich bin keine motherfucking Katze und trotzdem lebe ich mein Leben. Ich will einfach mal machen, statt immer ewig zu reden. Ich bin keine motherfucking Katze und trotzdem lebe ich mein Leben. Ich mach was. So, das. So, jetzt können wir mal den Vergleich haben. Das war Tattel. Das war Beastie Boy. Das war geil. Und dann haben wir den Vergleich für den ersten. Dann denken wir so, Einfach nicht gut. Und das, der Videoeffekt auch mega nice. Kannst du natürlich nicht dauerhaft machen, weil sonst. Das wird dann auf Dauer zu viel. Wenn man das jetzt ein komplettes Video nur in den Stil macht. So, es kommt die, sagen wir so, es kommt die Hook. Ich mach was ich möchte und geb kein Fick auf die Regeln. Ich bin keine motherfucking Katze und trotzdem lebe ich mein Leben. Ich will einfach mal machen, statt immer ewig zu reden. Ich bin keine motherfucking Katze, doch trotzdem lebe ich mein Leben. Übertrieben. Übertrieben geil. So. Übertrieben, ganz einfach. So, das müsste der Part von. Eine Nachricht an die Fuckboy-Rapper, die irgendwelche Beats picken. Ihr wisst nicht, was Feeling ist und ihr werdet es nie wissen. Ihr rappt immer auf dem Beat und niemals mit dem Beat und deshalb könnt ihr nicht wie dies bitten. Yeah, yeah. Fuck, das war ein bisschen ungünstig getroffen, das Bild. Gut, das war auch ein bisschen ungünstig getroffen. Gut, ich lasse es jetzt einfach. Da muss ich denen zustimmen.
Da muss ich denen zustimmen. Weil hier hinten ist der Produzent, der hier hinten rechts, ganz am Ende mit der gelben Jacke. Das ist Merryman. So. Der macht alle Beats alleine. Für die Leute, die es jetzt wissen sollten. Der, das, was ihr hört, macht ihr alleine. Ob der jetzt natürlich jetzt noch, sagen wir so, Musikerkumpel ranholt, wegen ein Instrument braucht, die er einspielen soll, wie zum Beispiel das Schlagzeug oder ein anderes Instrument, weiß ich jetzt nicht. Aber damals, wo die Hydra 3D rausgebracht haben, das Album, in der Box war ja so ein Stick dazu. Da war er unoffiziell, also haben die halt Videos gemacht, wie die Beats machen und wie die da arbeiten. Die Videos könnt ihr auch auf YouTube angucken. Ich glaube auf den Kanal von Dead Adam, glaube ich, oder Tuttle, ich habe keine Ahnung. Ich glaube auf den Dead Adam Kanal. Könnt ihr die ganzen, sagen wir so, Videomaterial, den exklusiv Videomaterial, was es nur in den Boxen geben sollte, angucken. Warum das auch immer so sein sollte, keine Ahnung. Und da saßen die wirklich, ich weiß nicht wie viele Stunden, und haben an die Beat rumgefeilt. Was ich extrem krass geil finde. So viel Liebe und Detailfreude in so einem Beat. Wollen wir erstmal liken? In so einem Beat, nur der Beat. Wir reden jetzt nur vom Beat, nichts von Text oder so. Schon nur in den Beat reingeflossen. Mega geil. Feier ich tierisch. Yeah, yeah, ich bin fucking gut. Ich pump die eigene Mucke monatelang im Loop. An der Stimme erkennt man, ich bin das Drachenblut. Ich krieg nen Part und ihr landet bei Satan wie Majin Buu. Yeah, yeah. Ey, das Spiel, das ihr spielt, ist mir viel zu leicht. Ihr wollt rasieren, so wie wir, lass es lieber sein. Wir sind um Längen die Besten, die Meet tonight. Ich bin enttäuscht, 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 enttäuscht von Deutschrap. Die häufen Euros der Leute, die sie täuschen. Nur täuscht die. So, jetzt nochmal kurz und klein, das ist an der Deutschrap-Szene. Jetzt nochmal aufgegriffen, warum ich das geil finde, wegen dem Beat. Und der Aussage, viele rappen auf dem Beat, aber viele rappen nicht mit dem Beat. So. Es gibt ja viele Künstler, die sich einfach Beats picken, ranholen und dann quasi den Text auf dem Beat schreiben. Das ist wahrscheinlich darauf zu tun, also hat damit die Aussage zu tun. Und die sitzen ja zusammen im Studio und bauen den Beats quasi zusammen. Die sitzen quasi zusammen am PC und bauen den Beat zusammen. Und das ist das mit dem Beat, also rappen. Das ist auch ein kleiner Unterschied. Ob man jetzt einfach nur den Beat nimmt, der schon da ist, der fertig ist, und dann seine Parts schreibt und dann einfach nur drauf rappt, oder halt mit dem Produzenten, so wie es Flair nach seiner Aussage macht, neben dem Beat-Produzenten sitzt und den Beat mit selber baut und dann den Text dazu schreibt. Im Kopf schon, wahrscheinlich automatisch schon mit. Nach dem Motto hier, ich habe den und den Part, den könnt man an der Stelle so und so machen. Also wegen Flow-Varianten etc. Da gibt es ja unviele Variationen, was man machen kann. Und dann quasi schon automatisch dann im Kopf so mitarbeitet. Anstatt zum fertigen Beat zu nehmen, einfach einen Text zu schreiben. Heucheln, nicht leuchte, disappointment. Für mich sind die echt alle Gagos. Rappen damit, die ein bisschen Cash machen, Gagos. Zum Tränen folgen und sich daran festkrallen, Gagos. Wecke Alben, doch die Interviews sind mad funny, Gagos. Immer diese Gagos. Verstehe ich überhaupt nicht. Shit is real, ich lebe neuen Leben, da gibt's nichts zu diskutieren. Ich geb nen F und ich lass mich nicht mehr limitieren. Nicht von den Normen der Gesellschaft und nicht von mir. Ich mach was ich will. So, jetzt kommt wieder die. Sag mal so, jetzt kommt die. Na, eigentlich ist es die gleiche, also es ist eigentlich die Hook, bloß in einer anderen Stimmfarbe. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Bridge zählen kann, wenn es eigentlich genau die gleiche Wortwahl etc. ist. Oder einfach jetzt komplett, ich sage, ja komm, scheiß drauf, das ist die Hook. Ist die Hook. Ich möchte, gib kein Fick auf die Regen. So, hier zum Beispiel an der Gitarre, es ist wahrscheinlich dasselbe, der hinten auch sitzt. Ich bin keine Muffe. Das ist ein interessanter Effekt, weil ich glaube, warte mal kurz zurück, nochmal zurück, der Typ, der hier die Gitarre spielt, ist wahrscheinlich der gleiche, der hier hinten sitzt, aber die sind selber in einem Bild. Ich kann jetzt schlecht durch das Bild erkennen, ob es jetzt Merryman ist
Oder ob es jetzt ein anderer ist. Ich bin keine motherfucking Katze und trotzdem lebe ich mein Leben. Ich will einfach mal machen, statt immer ewig zu reden. Ich bin keine motherfucking Katze und trotzdem lebe ich mein Leben. So, jetzt kommt wieder die, also nochmal so die impulsive Version von der Hook. Ich mach was ich möchte und geb kein Fick auf die Regeln. Ich bin keine motherfucking Katze und trotzdem lebe ich mein Leben. Ich will einfach. Okay, ist dasselbe, ich hab's gerade gesehen am Tattoo, am Hals-Tattoo. Hier sind diese Flügel, sind auch auf der anderen Seite. Und wenn man jetzt ein Stück zurückgeht, sieht man hier hoch die Flügel. Ist dieselbe Person, okay. Gut, ist dieselbe Person. Ewig neun Leben, ich will einfach mal machen, statt immer ewig zu reden. Ich bin keine motherfucking Katze, doch trotzdem lebe ich neun Leben. Mary Mukupa. Mukupa. Hat ihn zu viel Yu-Gi-Oh! Geguckt, ne? Kira an der Kamera. Dizzy Dizzy. Ja. Ah, das ist das Lustige an der Musik. Man kann ja einfach irgendwelche Namen gehen hier. Good Morning. Ja, gut. Red mal. Aber hier, Good Morning auch übertrieben. Und hier Modus auch übertrieben. Komplett. Beide andere Stile, also jetzt von der Musik her, auch wenn jetzt von den Videos und komplett unterschiedlich, aber trotzdem mega nice. Luna Darko, Flo, Marius und Rainer. Danke an der Stelle. Die Brick. Das ist wahrscheinlich mit für die. Wahrscheinlich mit für die Effekte hier zu tun, oder? Die hier? Oder dass sie dort drin aufnehmen durften. Hier seht ihr das Tattoo und hinten. Hier seht ihr. Gut, hier ist es schwer zu sehen, aber ihr wisst, was ich meine. Und hier hat die Dead Adam Zeichen. Hier die drei Köpfe. Aber. Ja gut, den Anfang lassen wir jetzt mal so stehen. Featuring Young Mukuba, gut. Den hättest du auch, könnte man einfach rausschneiden. Sagen wir so, das mit der Katze war einfach nur eine Einleitung zum Song. Es heißt ja in der Regel, dass Katzen ein Leben haben. Und ich würde einfach mal sagen, bei der Aussage. Der beste Rapper der Welt bin Faustu. Hat deine Katze dich leider angelogen, Junge? Ah, schon scheiße, wenn man von deinem eigenen Haustier quasi belogen wird. Aber echt nice Vorschlag, Peter M. Echt nice Vorschlag. Sagen wir so, wenn man die Effekte, die man in Clown Rap nutzt, beziehungsweise mit die Autotune-Effekte, was es da nicht noch für alles Effekte gibt, in Kombination mit geiler Musik, Parts, finde ich alles nice, alles okay, kann ich verstehen. Da gibt es dann halt auch solche total... Oh, fuck, das war mein Löffel. Da gibt es halt auch solche totaler Fälle wie... So. Weißt du, wie es meint? Gibt es halt solche Totalausfälle, aber na gut. Tattle ist halt ein Vollmusiker. Was gibt's eigentlich großartig zu sagen? Das ist ein geiler Track. Geiles Musikvideo hier mit diesem vor der Wand, die immer die Farbe ändert. Ich finde das auch geil, dass man nicht sein Gesicht sieht, sondern nur so einen Schatten von seinem Körper. Da waren wir es hier. Auch mega geil. Das sind einfach solche leichten, kleinen Effekte, die man einfach sich zunutze machen kann. Wenn man nicht, muss einfach nur Ideen haben. Einfach kreativ.
Das, wie gesagt, das wäre zu, das wäre einfach ein bisschen zu viel gewesen, wahrscheinlich. Wäre auch anstrengend für die Augen hier. Junge, was ist denn los mit dir? Bleib doch mal entspannt. Geiler Track von Dead Adam. Die Tracks, die draußen, also Musikvideos technisch draußen sind, auch mega stark. Auch der Hydra 3D-Track, auch übertrieben krass. Muss man einfach sagen. Ich glaube mir jetzt Rap-Hater oder so, aber die Kunst muss halt im Vordergrund stehen. Und die ist einfach Easter. Alle Fälle. Danke für den Vorschlag, wie gesagt, Peter M. Vorschläge, Meinungen, Kritik unten in die Infobox. Der Kanal plus das Video wird unten verlinkt sein. In der Info. Nee, falsch rum. Meinung, Kritik, Vorschläge in die Kommentare. Kanal plus Video unten in der Infobox. Social Media Plattform von mir unten in der Infobox. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und macht ihr.